Okay. Ach, siehst du, ich sollte vielleicht noch. Warte mal. Okay, so. Zwei Dinge wollten wir machen. Wir wollten uns die Raid Battles angucken und wir wollten die komischen Fußspuren finden. Das Lustige ist mit den Fußspuren, die sind wohl, also die, von dem, was ich nachgeguckt habe, gestern, beziehungsweise gestern eben vom Stream, sind die angeblich hier. Also auf dieser Linie hier sollen die wohl sein. Das Problem ist, ich sehe da keine. Was problematisch ist. Wir werden jetzt einfach mal ohne Fahrrad ganz langsam langlaufen. Vielleicht bin ich mich einfach blöd. Ich hier runter, ich muss hier runter. Okay. So, wir suchen Fußspuren. Weil du kannst mitschauen, du musst nicht mitschauen. Du kannst dich auch zurücklehnen und dich kaputt lachen, wie ich keine finde. Das ist auch eine Option. Steht dir vollkommen offen, was du tust. Hier hinten beim Pokémon denn? Es würde halt schon reichen, wenn wir einmal, wenn wir überhaupt irgendwelche finden würden. Sehe halt absolut gar nichts. Das wird witzig mit dem Delay. So viel Delay solltest du eigentlich gar nicht haben. Ja, auch wenn ich zwischendurch mal wieder irgendwo 700 Frames gedroppt habe. Und das hier? Das hier sind keine. Warum sind die Fußspuren plötzlich weiß? Ihr wollt mich doch verarschen. Die waren vorher immer in so einem, dunklen Grauton. Und jetzt plötzlich sind die weiß. Dein Ernst? ...3,7 Sekunden Latenz. Das ist aber okay. Wenn ich bedenke, zu den Anfangszeiten von Twitch hatten wir 15 Sekunden war wenig. Also wird das eigentlich immer so 20 Sekunden. Naja, ich habe ein paar gefunden. Ich brauche ungefähr noch 4000 mehr davon. Ich habe halt nach was ganz anderem gesucht als nach. Ich habe nach dunklen Fußspuren gesucht, aber jetzt plötzlich sind die halt hell. Nee, nee, ein paar reicht nicht. Schön wär's. Jedes Paar an Dingern gibt mir genau 2% und ich brauche 100%. Das heißt, ich muss 50 dieser Fußspuren finden. Da waren welche? Sicher? War ich blind? Das kann durchaus sein. Nee, wie hier drin? Ah, hier.
das sind, ich bin bei 20%. Wie gesagt, mit jedem, den ich einsammle, kriege ich 2%. Das kann man sich eben im Kopf hochrechnen. Mir fehlen noch 80, also fehlen mir wie viel? Richtig. 40 Stück. Absolut bescheuert. Ja, die letzten Spuren sahen halt komplett anders aus und das ist das, was mich halt so hart irritiert. Ich fand die letzten viel einfacher zu sehen. Die hier sind Pain in the Ass. Die hier sind ein absoluter Pain in the Ass. Ich glaube, hier sind welche? Nee. Ja. Ja, die sind für dieses Wiesenkern-Pokémon. Oh, das ist ja noch schlimmer als 151 Diglas. Bei 151 Diglas konntest du dir wenigstens, wenn du nicht weiterkamst, einfach einen Guide nehmen und den ablaufen. Aber das kannst du bei den Dingern nicht, weil die Dinger random sind. Und ich schwöre, die tauchen erst auf, wenn ich so super nah bin. Wetten, wenn ich jetzt zurücklaufe, finde ich welche. Ne, hier sind keine, okay. Gott, sind die eklig zu finden. Ich weiß ja nicht, ob die rausgesuchte Kamera da jetzt hilft. Na, lass mich in Ruhe. Ich würde dich eh nur töten. Kann ich nicht die anderen wieder zurückhaben? Die anderen Clues waren wesentlich einfacher zu sehen. Also wirklich wesentlich einfacher. Was ist denn hier drin? Nein, danke. Du kannst einfach irgendwo rumlaufen, die spawnen nach einer Zeit. Bin ich mir inzwischen 90% sicher. Also wenn du einfach Kreise laufen würdest, würdest du sie irgendwann auch finden. Ich weiß jetzt schon, wem heute Abend die Augen brennen. Ich dachte, da waren welche. Ich habe das Gefühl, die tauchen nur auf, wenn du die Kamera in einem bestimmten Winkel hast oder so. Warum auch immer. Also diese dezente Unschärfe, wenn man die Kamera dreht, ist halt relativ uncool dafür.
Das da sind Blumen. Einfach im First Person rumlaufen. Das Spiel hat kein First Person. Es hat diese etwas weiter rausgezoomte Kamera und die. Was anderes gibt's nicht. Hey, 50, nur noch 25. Nur noch 24. Dreiundzwanzig, 22. 21. Damit sind wir bei 20. Manchmal siehst du auch einfach nur einen einzigen Fußabdruck, anstatt zwei. Das Spiel ist kacke. Das Spiel ist okay, der DLC ist kacke. Der DLC ist absolut... ich habe ganz, ganz viele Probleme mit diesem DLC. Ganz, ganz viele. Ich dachte schon, ich hätte viele Probleme mit dem anderen DLC. Aber der DLC hier ist, setzt definitiv nochmal einen oben drauf. Definitiv, da ist noch was. Hier ist nix. Maybe hier. Nope. Jedes Mal scheitert die erste Flucht und ich bin mir echt nicht sicher, warum. Gründe oder so. Sehr weird. So, erste Flucht scheitert. Yep. Ich verstehe nicht. Wieso? Was mache ich falsch? Was? Macht überhaupt gar keinen Sinn. Hey, guck mal. Soon TM. Soon. Eieiei. Das Problem ist halt, das ist nicht spannend. Ich meine, diese 151 Diktas waren halt irgendwie... Ich meine, die waren auch nicht unbedingt spannend. Aber... Weiß ich nicht. Die fand ich nicht so kacke wie das hier. Aber ich meine, gut, ich habe die letzten 20 Euro mir einen Guide gemacht, weil ich nichts mehr gefunden habe.
Und wie gesagt, ich bin auch der Meinung, die hier poppen erst auf, wenn du irgendwie so gefühlt in einem 10 Meter Radius bist. Ey, guck mal, das hier könnte alles sein. Nein, zwei Steine. Es ist halt einfach dieses, hey, such auf einem pixeligen, nicht unbedingt hochauflösenden Untergrund nach pixeligen Flecken. Definitiv nicht das Angenehmste für die Augen. Ich meine, das war bei den Diktas auch schon nervig, aber... Weiß nicht, warum mir das hier mehr auf den Sack geht. Soon, 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 soon. Jetzt sind da 86, 14, das heißt, wir brauchen noch 7. Manchmal verstecken sie sich halt auch unter diesen Grasdingern. Das ist einfach weird. Gibt es hier auch Dinger oder gibt es die nur hier drüben? Ich glaube, die gibt es nur hier unten. Es ist einfach schnarchig. Ziemlich, ja. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass du es dreimal machst. Du machst es ja nicht nur einmal, du machst es literally dreimal. Was einfach nur... derp ist. Es ist literally derp. Ich sehe den Grund einfach nicht dahinter, warum ich es dreimal machen muss. Ich glaube, hätte ich es nur einmal machen müssen, dann... mein Gott. Das ist okay. Damit hätte ich wahrscheinlich leben können, aber das hier ist... Es einfach nur dumm zu nennen, wäre noch untertrieben. Bin ich ganz ehrlich. Würde mich auch nicht wundern, wenn die jetzt plötzlich limitiert wären. Zeitstreckung over 9000. Ja, so ziemlich. Gott. Wie gesagt, mein Kanal besteht auch nur daraus, den absolut schmerzhaftesten Content in jedem Spiel zu spielen. Cool, meine Augen fangen an zu drehen. Ist bestimmt gut, wenn kleine Kinder sowas machen. Selber schuld? Warum selber schuld? Ich hab den Scheiß nicht designt. Zwingt dich doch keiner, das zu spielen. Das Problem ist, jetzt habe ich es einmal angefangen, jetzt will ich es auch zu Ende machen, aber das ist was Leute nicht verstehen. Und ja, ich werde das zu Ende machen und weiß ich nicht. Ich werde auch die nächsten 20 Minuten noch darüber meckern. Von daher, mach's dir bequem. Because that's what's happening. Mm-hmm.
Das mag ich ja so an dir, was? Dass ich die Kram actually zuerst komplett durchziehe. Und dann drüber mecker, ohne anstatt einfach drauf los zu meckern, ohne es tatsächlich durchzuziehen. So wie gefühlt viele, viele andere. Ja, das ist wahrscheinlich ein Unterschied. Einfach nicht aufgeben. Das hat weniger was mit Aufgeben zu tun. Und wenn es Sachen gibt, die mir in dem Spiel absolut zu blöd sind und ich merke das relativ early, dann mache ich da einen Bogen drum. Kann durchaus passieren. Aber besonders bei sowas hier, ich meine, das Ding ist halt, ich habe das Gefühl, ich kann so ein Feature nicht wirklich kritisieren, wenn ich es nicht wirklich bis zum Ende durchgezogen habe, verstehst du? Das ist ungefähr so, wie wenn jemand, was ist ein Vergleich, den man für sowas ziehen kann? Das ist ungefähr so, wie wenn jemand noch nie eine Hawaii-Pizza hatte oder quasi Ananas auf Pizza und sitzt quasi vor dieser Pizza und sagt dann, nee, mag ich nicht, ohne auch nur probiert zu haben. Weißt du? Und ja doch, so ziemlich in der Richtung ist es. Hey, nur noch einmal Fußspuren, dann sind wir hiermit auch fertig. Was der Junge nicht kennt, frisst er nicht. Gott. Ich muss gerade überlegen, wann ich das letzte Mal diesen Spruch gehört habe. War das locker 15 Jahre her. Wenn nicht länger. Holy fuck. Du musst echt Jahrhunderte her sein. Ach so, ja, das ist das Pony-Ding. Wo musste ich damit hin? Ach ja, zu Professoren. Was der Junge nicht kennt, frisst er nicht. Das ist echt Jahrhunderte her. Bla bla bla. Hier, 100%. Sag mir, wo das Pokémon ist. Mit warmem Obst kannst du mich scheuchen? Das habe ich noch nicht gehört. Das Wiesen-Pokémon befindet sich am Bett des Giganten. Ja, wie überraschend. Ich glaube, ich hatte noch nie großartig warmes Obst. Also jetzt zumindest nicht, dass ich mich großartig dran erinnern würde. Das ist halt auch sehr spezifisch. Apfelmus bin ich kein Fan von. War ich noch nie, werde ich nie werden. Dann suchen wir doch mal ein grünes Pokémon im Bett des Giganten. Ich muss gestehen, mit Ananas-Pizza habe ich nicht so das Problem, aber das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich sehr pervers bin und Ananas-Pizza gerne kalt werden lasse und wenn da gescheiter Ananas drauf ist, zieht sich die Ananas halt in den Teig und dann hast du so leicht matschigen, süßen Teig. I like that. Na toll, lass mich raten, jetzt hast du Lust auf Pizza? War klar. Ich kann auch keinen Bratapfel. Ich hatte noch nie Bratapfel.
Zumindest nicht, dass ich wüsste. Oh Gott. Ich finde es halt cool, wie 90% der Zeit, die du rumfährst, einfach daraus besteht, dass du irgendwelchen Pokémon versuchst auszuweichen. Nein, wir reden bitte nie wieder über die ominöse Fleischpizza. Holy fuck. Glaubst du mir, dass ich seit diesem Tag keine Salami-Pizza mehr angepackt habe? Und das ist auch schon. Boah, wann war das? 2006? 2008? Das ist Ewigkeiten her, aber seitdem, ich habe nie wieder Salami-Pizza angepackt seitdem. Aber warum denn nicht? Nee. Mm-mm. Einfach nur, mm-mm. Das war ein Erlebnis, was ich nicht unbedingt nochmal erleben muss. War das GC14? Oh, ich müsste nachgucken. Ich habe, glaube ich, irgendwo... Was ist die ominöse Fleischpizza? Klärt mich jemand auf. Okay. Ich werde euch jetzt die Geschichte der ominösen Fleischpizza erzählen. Es waren einmal Leute, die sich bei mir getroffen haben zur Gamescom, weil ich wohne halt jetzt nicht so weit davon weg. Und ja, da kochst du ja nicht, da bestellst du halt Pizza. Und ein Kumpel von mir damals, der Michi, hat gesehen, boah, guck mal, geil, du kannst extra Fleisch bestellen. Okay. Was hat er also bestellt? Er hat bestellt eine Salami-Schinken-Pizza mit extra Salami und extra Schinken. Und zwar nicht irgendwie in der kleinen Variante, sondern in der XXL-Familien-Variante. So weit, so gut. Das Problem war, die Pizza war so von Haus aus schon extrem mächtig. Und ja, wir waren halt nur... Ich glaube, wir waren zu zweit hier. Ich glaube, Pocher war dann noch gar nicht hier. Aber ja, wir haben auf jeden Fall die Pizza nicht in einem Stück geschafft. War literally impossible. Und ich meine, wo die warm war, war die noch essbar. Das Problem war nur, als diese Pizza anfing kalt zu werden, holy fuck. Also, es gibt nichts Ekligeres. Als, weiß ich nicht. Ich habe noch nie, das Ding ist halt, es war einfach ekelerregend. Weil es war halt doppelt kalte Salami mit doppelt kaltem allem und ja, es war basically Fett mit so ein bisschen Salamigeruch und Teig drumrum. Es war nicht angenehm. Also besonders, der kalte Schinken ging noch einigermaßen, aber die kalte Salami hat der Pizza echt den Rest gegeben. Das war nicht angenehm. Klingt doch nice. Nee, klingt überhaupt nicht nice. Das ist literally der Grund, warum ich nie wieder Salami-Pizza gegessen habe. Ich glaube, wir haben auch später die halbe Pizza weggeschmissen. Hab doch keine Lust mehr auf Pizza. Problem gelöst. Ah, da ist es. Also was lernen wir? Kalte Salami-Pizza ist eher so meh. Kalte Hawaii-Pizza hingegen ist pretty good. Legend. Warst du da schon da, als wir die bestellt hatten, Sascha? Oder war das vorher? Nee, Quatsch, kann gar nicht. Das war mich. Nee, du warst noch nicht hier. Weil das Ding ist, Michi war hier vor euch allen und der ist dann nachher zu Emero gegangen. Stimmt, der war ja über die GC bei Emero und ihr wart bei mir. So rum war's. Gott, das ist alles so Jahrhunderte her.
Ja, stimmt, wir hatten eigentlich kein Drama. Habt ihr euch in deiner Bude gestapelt, oder wie? So ziemlich, wir haben mit drei Mann auf meinem damaligen Schlafsofa gepennt und, wie viele Leute haben mit Schlafsäcken auf dem Boden geschlafen? Ich glaube zwei. Nein, die Suppe hatte nicht extra Salami. Zwei bis drei. Ja, aber wer hat denn da noch gepennt? Ja, hi. Mein Internet hat heute hart Schluck auf. Ich weiß nicht warum. Ich weiß, Divi hat auf dem Boden gepennt. Oh, Wursti. Stimmt. Wursti war ja auch hier. Ich habe Wursti total vergessen. Da war ja was. Weil an Divi habe ich mich noch erinnert. Ja, wir haben ja so gut geschlafen teilweise, nämlich gar nicht. Du hast Donnerwelle. Der Witz ist eigentlich, dass im Grunde genommen sind wir fast billiger weggekommen, als wir mit der Bahn gefahren sind, ne? Motherfucker, warum habt ihr alle Nahkampf? Das ist so nervtötend. Super ätzend. Ja, wo ist die wohl der Beste, ey, der hier nachts alle wach gehalten hat? Weißt du, und am nächsten Tag hat er auf dem Gelände irgendwie gepennt, wie bescheuert. Hier war eigentlich ziemlich chillig mit der Bahn zu fahren zu GC. Also besonders, wir sind immer relativ early gefahren, von daher war das nie das Problem. Weißt du was, wir machen das, ich schmeiß jetzt einfach Bälle. Ich glaube, die Bilder gibt es irgendwo immer noch. Ich glaube, die habe ich irgendwo auf Facebook, habe ich immer noch Bilder davon. Ja, besonders Parkplatz suchen, da war halt auch immer so. War immer interessant. Besonders, ich glaube, wir haben auch dieselbe Zeit gebraucht hin und zurück. Ich musste mir mal bei Zeiten zeigen. Nee, besser nicht. Da hatte ich noch keinen Bart. Es waren sehr traurige Zeiten. Das Video von Chu gibt es heute noch auf YouTube. Welches Video? Hat der damals ein Video gemacht? Ach stimmt, der hatte ja seine Cam mit. Ich erinnere mich. Der hat ja seinen Camcorder mitgehabt. Da war ja was. Das habe ich total vergessen. Dude, wir hatten alles mitgenommen. Das war... Meine Wohnung war im Grunde einfach nur noch irgendwo schlafen und gut ist. Warum sind die Fangraten von den Viechern nochmal so unterirdisch?
Nimm einen Timeball. Das Problem ist, für einen Timeball muss ich, glaube ich, 20 Runden im Fight sein. Und ich weiß nicht, ob ich schon bei 20 Runden bin. Ich habe nicht drauf geachtet. Ich meine, in der Theorie wäre es auch besser, wenn ich das... Das, was mir einfach auf den Sack geht, ist, dass jedes dieser Viecher einen motherfucking Nahkampf hat. Das ist das, was mir am meisten auf den Sack geht. Weil alles, was dann passiert ist, die buffen sich selber wie bescheuert und... Du sitzt hier halt und denkst dir, ja, ich würde dich gern fangen. Aber nein, die buffen sich einfach wie behämmert und drücken dann einfach bei jedem Pokémon Nahkampf. Dung! Sind halt Kampflegenden. Trotzdem annoying. Literally einfach nur nervtötend. Besonders weil ich keine Top-Beleber mehr habe. Was super nervtötend ist. Ja, vielleicht sollte ich einfach meine LOL, ich schwäche die zuerst und paralysiere die Strat einfach wieder mit LOL, ich drücke einfach Flottball und fange die Instant ersetzen. Dude, ich weiß noch, wir haben die GW2-Demo gespielt. Nee, wir haben Ewigkeiten in der Schlange gestanden, also wirklich Jahrhunderte. Und ich weiß, dann habe ich gespielt und irgendwie, wir hatten nur so einen begrenzten Pool an Kram, den du spielen konntest. Und ich weiß noch, ich habe glaube ich Necro genommen und die hatten aber keinen gescheiten Necro, sondern nur so komische, die hatten richtig komische Waffensets auf dem Necro. Und ich weiß irgendwie so nach 5 Minuten oder so hatte ich keinen Nerv mehr. Aber gesagt, fuck das. Ja, das war glaube ich maximal 40 Minuten irgendwie und du standest dich da dumm und dämlich. Ha, fun. Obwohl, das war nicht so schlimm wie... Was war da noch? Da war irgendein Battlefield. Und ich weiß noch, wo wir später über die Messe gewatschelt sind. Dass irgendwie... Das war ein Schild dann vorbeigekommen, ab hier 6 Stunden oder so. War das BF1? Na, das müsste 4 gewesen sein. Ich glaube, es war BF4. Lass mal einen Timer beiprobieren. Ich versuche gerade zu überlegen. Wir hatten 3. Moment. Zuerst mal die Reihenfolge richtig kriegen. Es war 3. Es war